Moritz und ich sind fast volljährig und wir wollen was erleben. Auf uns wartet die große Welt. Viele Abenteuer und Hausaufgaben. Wow, Mom, ist das dein Ernst? Ich versuche mir gerade unsere Zukunft vorzustellen. Ja, naja, okay, Hausaufgaben werden auch dazugehören. Aber sobald wir mit unserem Studium durch sind, werden wir auf die alte Farm unserer Großmutter, Eltern ziehen und das wird der absolute Hammer. Unsere Oma Luna hat uns, als wir noch ganz klein waren, immer davon erzählt. Sie sagte uns, dass einst unsere Großgroßmutter Romy dort gelebt hatte mit ihren Eltern. Sie wollte aber unabhängig sein und Karriere machen. Daher entschied sie sich damals, nach Del Sol Valley zu ziehen. Diese alte Farm, so erzählte uns Oma, ist nach all den Jahren immer noch im Besitz unserer Familie. Ich vermisse meine Oma. Soweit ich mich noch an sie erinnern kann, war sie ein ganz wundervoller Mensch. Sie hatte so viel gelacht mit uns. Für unsere Eltern war das damals ein ganz schöner Schock, als sie mit uns, Zwillingen, schwanger waren. Ich meine, was haben sie erwartet? Ungeschützter Geschlechtsverkehr ist nun mal unsicher. Meine Oma freute sich total auf uns und das zeigte sie uns jeden Tag. Und da unsere Mutter Tierärztin ist, hatte sie ihre Prioritäten auch immer bei ihren haarigen Patienten und wir sahen sie nicht sehr oft. So kümmerte sich unsere Oma all die Jahre nach der Geburt um uns. Als Oma dann gestorben war, zogen wir vier gemeinsam nach Moonwood. Es war anfangs komisch, dass auch Papa bei uns wohnte, aber irgendwann gewöhnten wir uns daran. Moritz und ich waren immer schon unzertrennlich. So unterschiedlich wir auch sind, so sehr lieben wir einander. Unsere Familie hütete zudem ein sehr großes Geheimnis. Der Stammbaum meines Vaters beinhaltete viele okkulte Wesen. Werwölfe, um genau zu sein. Unser Großvater, wie auch unser Vater, waren ein solcher Werwolf. Mein Vater kam mit dieser Gabe oder diesem Fluch, wie auch immer, nicht klar und er verlor sich immer wieder in seiner Wut. Erst nachdem er irgendwann das Heilmittel nahm, das meine Mutter für ihn in ihrer Praxis hergestellt hatte, wurde er ruhiger. Moritz fand das alles total cool und wollte auch ein Wolf sein. Leider erbte aber nur ich einen Teil der Werwolf-Gene. Ein Grund mehr, von hier fortzugehen. Niemals möchte ich mich in so etwas Unberechenbares verwandeln. Wir merkten, dass unsere Eltern sich mehr und mehr aus den Augen verloren, aber das war uns eigentlich egal. Zumindest dachten wir das. Ich vergrub mich zu dieser Zeit immer mehr und mehr in mein Zimmer und las ein Buch nach dem anderen. Moritz schwänzte die Schule und schrieb immer schlechtere Noten. Unsere Eltern bemerkten das nicht, weder dass ich kaum noch schlief und nur noch lernte, noch dass Moritz sich mehr und mehr verlor. Ich als seine vernünftige Zwillingsschwester versuchte ihn immer mehr zur Vernunft zu bringen und ihm klarzumachen, dass er sich anstrengen müsse, damit wir zusammenbleiben konnten, wir auch eine gemeinsame Zukunft haben könnten. Er gründete eine Gruppe mit dem Namen Die Superschurken. Ich bin da natürlich auch mit dabei, obwohl das eher nichts für mich ist, aber ich möchte ihn schließlich unterstützen. Nachdem unsere Eltern sich dann irgendwann wieder neu ineinander verliebt haben, heirateten sie und wir bekamen echt nochmal ein Geschwisterchen. Ja, Liam ist zwar ganz süß, aber es ist total nervig, wie unsere Eltern bei ihm auf einmal einen auf "Oh, unser perfekter, toller Sohn" machten. Wir schmiedeten einen Plan. Ich werde nach der Schule die perfekte Anwältin und Moritz wird ein Gauner. Ja, das war nicht ganz gut durchdacht, aber das könnten wir dann immer noch planen. Erstmal müssen wir unser Studium schaffen. Dafür geht es für uns jetzt erstmal nach Copperdale. Dort haben wir uns eine kleine Wohnung gemietet. Niemand kennt mich und Moritz und so kann unsere gemeinsame Zukunft zwischen Recht und Unrecht beginnen. Und damit herzlich willkommen zu Part 1 unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Ich habe das so lange geübt, das Intro, und ich glaube, ich habe es immer noch nicht so ganz drin. Also das Let's Play dreht sich um Recht und Unrecht. Ihr werdet gleich die Charaktere ein bisschen kennenlernen, für alle, die das Let's Play zum ersten Mal sehen. Das ist ein Generationen-Let's Play, wir sind in der vierten Generation jetzt schon. Es war als allererstes das Romy-Let's Play mit dem InDesign, da haben wir das InDesign-Pack ausgeforscht oder erforscht, wie auch immer. Dann haben wir das Nachhaltig-Leben-Pack erforscht mit Luna. Dann das einfach tierisch Let's Play. Das war mit unserer Skylar. Da sind wir komplett um das Thema Tierärztin und alles gegangen. Und jetzt ist das Thema, ja, Recht und Unrecht dran. Es geht um die Anwaltskarriere und um die Verbrecherkarriere. Wir haben zwei sehr starke Persönlichkeiten, zwei junge Erwachsene, die ungleicher nicht sein könnten, aber eben Zwillinge sind und sich sehr lieben. Es ist ein sehr spannendes Let's Play. Ich freue mich mega, dass wir jetzt reinstarten. Ich hoffe, ich konnte euch im Intro auch schon ein bisschen die Charaktere näher bringen und auch die Geschichten nochmal zusammengefasst zeigen. Für alle, die nicht mehr mitgekommen sind mit den Let's
Let's Play neu reinkommen jetzt oder einfach auch nochmal eine Auffrischung wollten. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare eure Vorstellungen schreiben. Wir schreiben dieses Let's Play auch wieder zusammen. Ich freue mich sehr auf eure Ideen. Ich habe schon einige Ideen umgesetzt, indem wir jetzt natürlich die Generation auch wechseln. Habe ich schon ein bisschen was beachtet. Wir werden mit beiden studieren gehen. Das war nicht Allermanns Wunsch. Also wir waren da ein bisschen uns uneinig, ob das sinnvoll ist oder ob wir die Karriere von null an erforschen wollen. Letztlich kommt es aber aufs Gleiche raus. Ob wir jetzt den Studiengang machen und da das Let's Play fortlaufen lassen oder ob wir das Let's Play eben mit der Karriere direkt starten. Ich fand es irgendwie ganz cool, diesen Studienbereich zu machen. Ich habe auch eine Mod drin, die die Studienzeit ein bisschen verkürzt. Damit sind wir auch ein bisschen schneller durch und müssen es nicht komplett in die Länge ziehen. Und ja, bevor ich euch jetzt noch ewig das Ohr abkaue, würde ich sagen, starten wir in unseren ersten Part rein. Ich freue mich mega und let's go. Wir leben in Copperdale. Ich habe mich jetzt doch für Copperdale entschieden, nachdem wir uns ein bisschen hin und her überlegt haben, was wir machen wollen. Ich finde, Copperdale ist eine gute Möglichkeit zum Teenager-Großwerden, sage ich mal. So oft spiele ich in San Myshuno und so schön finde ich aber Copperdale. Deswegen freue ich mich jetzt total, hier zu sein. Die beiden stehen da unten schon, die zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Aber wir werden nicht in dem ganzen Haus leben, denn das Haus ist oben tatsächlich leer. Es soll eine Wohnung sein, die die beiden haben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Wohnung oben einfach leer zu lassen. Da ist jetzt auch eine Haustür und ein Seiteneingang, aber da wird einfach niemand wohnen. Das Haus gehört ihnen sozusagen und sie müssen auch Miete bezahlen. Wir machen jetzt als allererstes eine kleine Roomtour durchs Haus und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in den Kass mit unseren zwei. Ihr seht schon, dass Moritz so ein 3-Tage-Bad hat. Ich habe ihn fürs Thumbnail schon mal ein bisschen aufgefresht, aber wir müssen über beide nochmal drüber gehen und beide brauchen neue Outfits und auch ein paar mehrere Outfits, weil ich ertrage das nicht, Mara immer im gleichen Outfit zu sehen. Das habe ich jetzt das ganze Teenager-Alter gehabt. Mir reicht es. Sie braucht jetzt mal ein paar neue Outfits. Okay, wir gehen hier rein. Ich habe versucht, noch nicht High-End-Möbel zu benutzen und High-End-Produkte und alles, weil die beiden sind in einer kleinen Wohnung. Ihre Mom und Dad haben natürlich, also ihre Eltern haben natürlich versucht, die beiden finanziell auch ein bisschen zu unterstützen und haben ihnen ein bisschen was mitgegeben. Aber ich habe schon geschaut, dass wir jetzt nicht hier, ne? Wie reiche Menschen leben. Also wir haben hier einen kleinen Flur, der ist nicht so wirklich krass eingerichtet, also eigentlich gibt es hier nichts. Dann kommen wir rein und haben eine kleine Küche, die brauchen ja natürlich irgendwo eine Möglichkeit, wo sie essen können. Die Küche stand schon in der Wohnung, die habe ich nur ein bisschen umplatziert. Wir haben hier noch einen alten Kamin, der auch schon hier war und eine kleine Couch-Ecke. Vielleicht erkennen ein paar von euch die Möbel, die sind nämlich aus Moritz' Zimmer. Die habe ich mitgenommen, macht ja auch total Sinn, dass sie ihre Möbel mitnehmen. Das heißt, die Sachen aus Moritz' Zimmer und aus Maras Zimmer habe ich mitgebracht. Ich habe nur so ein bisschen, noch ein paar Möbel ergänzt teilweise. Hier links ist unser Badezimmer. Das habe ich halt auch ein bisschen möbliert, damit einfach ein bisschen was drinsteht, auch ein bisschen Klatter hinzugefügt, damit es nicht ganz so lieblos aussieht. Dann kommen wir in Maras Zimmer. Das finde ich ist sehr, sehr schön geworden. Es sind auch wieder fast alle Möbel aus ihrem Kinderzimmer, außer der Kleiderschrank, den habe ich ausgetauscht. Das Bett ist nach wie vor ein, oh, das schwebt ein bisschen, das muss ich gleich runtersetzen. Das ist nach wie vor ein Teenager-Bett eher. Also ich finde, für junge Erwachsene könnte man dann schon eigentlich ein Doppelbett machen. Aber die beiden sind halt gerade erst ausgezogen und hatten noch nicht so viele Möglichkeiten, sich mehr leisten zu können. Deswegen finde ich das jetzt okay. Moritz' Zimmer ist ein bisschen chaotisch, aber so ist Moritz halt auch. Ich finde, es passt super zu seinem Charakter. Auch hier habe ich fast alle Möbel von seinem alten Zimmer noch verwendet. Gefällt mir richtig gut, sein Zimmer. Hier ist das Foto mit seiner Schwester zusammen. Die beiden haben auch einen sehr engen Zusammenhalt. Da werdet ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen was von merken, sobald wir das Let's Play dann jetzt gleich starten. Ich werde jetzt aber erstmal, nachdem wir die Roomtour jetzt beendet haben, das war es nämlich schon, mehr gibt es nicht in dem Haus, das ist alles, werde ich jetzt nochmal in den Kass gehen. Ich zeige euch ganz kurz mal die Charaktereigenschaften und die Bestreben. Unser Moritz möchte gerne jetzt in die Verbrecherkarriere. Das werden wir, wie gesagt, machen, sobald wir das Studium abgeschlossen haben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gleich gucken, dass die beiden ihre Studienplätze annehmen. Wir haben also noch keinen Job aktuell. Das hier sind so seine Fähigkeiten, die er momentan hat. Er hat Schelmfähigkeit Level 6. Das heißt, er kann auch gut klauen mittlerweile. Das finde ich sehr lustig. Natürlich ist es nicht jedermanns Stil, so ein Let's Play zu spielen. Nicht jedermann ist, oder nicht jeder von euch wird denken, oh cool, endlich mal eine Verbrecherkarriere, endlich mal ein Dieb im Sims. Aber ich spiele das so selten und ich freue mich tatsächlich drauf. Ich will einfach auch mal den Unterschied spielen. Ich will nicht immer die perfekte Familie haben und immer die perfekten Let's Plays führen. Machen wir nämlich eigentlich. Und gerade diese Familie Hilligers, die wir jetzt schon in der 4. Generation spielen, die sind schon sehr perfekt, würde ich sagen. Also die haben schon in jeder Generation ihre Schwierigkeiten, aber sie sind schon wirklich tolle Familien bisher immer gewesen. Und ich finde es okay, dass diese Familie eben ein bisschen anders war und
Freund auch sein wird. Beziehungen hat er zu vielen Menschen, zu den meisten nicht so eine gute. Er ist so ein bisschen in Love mit Angela. Wir haben sie auf dem Abschlussball kennengelernt. Natürlich waren die schon die ganze Zeit in einer Klasse, aber wir haben sie nicht auf dem Schirm gehabt. Und Angela ist einfach kleptomanisch. Ich war so, what? Das passt ja perfekt. Wir auch. Und ihr wart alle so, oh mein Gott, krass, eine Kleptomane, das passt ja perfekt. Wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Sie haben auf jeden Fall eine gute Kompatibilität und sie ist auch kleptomanisch. Also ist sie gar nicht so schlecht. Genau, das sind so die Bekannten. Und dann haben wir im Inventar noch irgendwas. Ja, Zeug halt, ne? Einfach so ein bisschen Zeug. Er hat auch 2 Stipendien bekommen, während Mara, unsere Streberin, tatsächlich kein Stipendium bekommen hat. Das war super traurig. Sie hatte da auch echt zu fressen dran, aber ist jetzt halt so. Dann schauen wir uns noch das hier bei ihm an. Er ist gemein sprunghaft. Das wird echt schwierig, da eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Kleptomanisch, will momentan keine Kinder. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Interessant. Und schlafender Wolf. Der Vater von den beiden ist nämlich ein Wolf. Wir haben aber gesagt, dass wir mit beiden nicht in diese Wolfsrichtung gehen wollen. Deswegen sind sie auch weggezogen. Sie wissen, dass sie, beziehungsweise dass Mara das Gen in sich trägt. Moritz trägt es offiziell nicht in sich. Es ist halt einfach nur von seinem Vater da jetzt mit drin. Aber eigentlich trägt er das nicht in sich. Ja, ja, das haben wir so entschieden. Er hat einen grauenhaften Ruf. Jupp, da kann man nichts anderes machen. Mara hingegen hat einen ganz guten Ruf und er wird auch nur noch besser. Sie möchte gerne Anwältin werden und hat viel dafür getan. Sie ist ein Bücherwurm, eine Überfliegerin, ein Genie, will momentan auch keine Kinder. Spannend. Sie ist mitfühlend, emotionale Kontrolle, mental begabt, eine schnelle Lernerin. Ihr seht schon, sie ist wirklich das komplette Gegenteil von ihrem Bruder. Das ist sehr cool. Mag ich auch total gerne. Sie hat auch schon ein paar Fähigkeiten aufgebaut. Ich ziehe das mal groß. Logik ist gut dabei, weil sie auch sehr gerne Schach spielt. Wellness ist mit dabei, weil sie auch gerne Yoga macht. Wir haben jetzt noch keine Yogamatte im Haus, müssen wir aber dann noch nachrüsten. Einen Job hat sie aktuell auch noch nicht und sie möchte die Akademikerin bestreben erstmal abschließen. Ich habe euch unter dem letzten Video gefragt, von unserem letzten Part, vom einfach tierisch Let's Play, ob wir da nochmal was ändern wollen. Schreibt mir gerne eure Meinung auch hier nochmal mit rein. Ich werde das dann mit berücksichtigen und dann im nächsten Part eventuell nochmal was ändern, wenn ihr bessere Vorschläge macht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich direkt in den Cast, bevor wir richtig losspielen und machen das Umstyling. Das wollte ich natürlich nicht ohne euch machen, weil das ist ja einfach schöner, wenn ihr dabei sein könnt, ne? Hi Mara, ich würde sagen, wir fangen mit Moritz an, weil mir das Männer-Umstyling immer ein bisschen schwerer fällt. Ich habe ihm ein kleines Gauner-Outfit gegeben. Aber auch nur, weil ich ja ein Thumbnail machen musste. Und da war das schon schön, dass er so ein kleiner Gauner ist, ne? Ich würde das natürlich nicht als erstes Alltagsoutfit nehmen. Ich muss aber auch sagen, dass mir dieser 3-Tage-Bart so gut gefällt, dass ich das gerne erstmal lassen würde. Ich weiß noch nicht, wie eure Meinung ist, aber ja, ich schaue ganz schön hot damit, ne? Aber ich werde ihm auf jeden Fall diese Outfits alle erneuern, weil die kann ich nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Die kommen jetzt alle weg. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Speed-Umstyling und sehen uns gleich wieder.
fertig. Ich höre auf. Es reicht. Ich habe lang genug jetzt im Cast verbracht. Also ich habe beiden mehrere Outfits gegeben. Wir gehen mal kurz durch. Ich bin noch nicht sicher, in welchen Stil ich mit ihr gehen wollte, also in welche Stilrichtung. Ich finde auf jeden Fall, dass sie einfach so unglaublich stark ihrer Oma ähnlich sieht. Und zwar Romy. Ich zoome mal ganz kurz ein Foto raus und halte es mal nebendran. Das hier ist einfach Romy in ihrer jungen Erwachsenenzeit. Also da war sie auch junge Erwachsene. Sie sehen sich einfach so ähnlich. Und es liegt nicht nur an der Haarfarbe einfach. Es ist so krass, wie, ja, das einen Generationssprung einfach wieder mal gemacht hat. Romy war auch ein ganz, ganz tolles Let's Play. Also falls ihr es euch anschauen wollt, da haben wir die InDesign-Karriere erforscht. Richtig cool. Einfach schön zu sehen, wie das in den Generationen, in den Genen trotzdem noch irgendwie bleibt. Und schön, dass sich da jetzt auch wieder die roten Haare durchgesetzt haben. Einfach so süß, ne? Ich habe auch in der Kanalbeschreibung, also wenn ihr unter das Video scrollt, nochmal den Stammbaum verlinkt. Ich mache immer außerhalb des Spiels immer nochmal manuellen Stammbaum, damit wir da auch immer nochmal nachschauen können, wer zu wem gehört. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinklicken und so ein bisschen die Familienzusammenhänge auch rauslesen. Okay, wir machen mal weiter mit den Outfits. Ah, oh, sie ist so eine schöne Maus, ne? Ich habe jetzt auch mal die Pickel weggemacht, weil ich mir gedacht habe, das reicht ja jetzt auch langsam mal mit den ganzen Pickeln, ne? Sie hatte echt lange zu kämpfen damit. So, das ist hier Schlafi, das habe ich so gelassen, wie es war. Ausgehen habe ich ihr auch zwei Outfits gegeben. Ich fand einfach diese Schuhe so geil. Und ich finde, irgendwie steht ihr halt auch das Gelb, ne? Also irgendwie hat das was. Huch, da waren auch zwei Outfits. Moment. Das da und das. Oh nein, jetzt habe ich es gelöscht. Wow. Ich bin einfach ein Profi, oder? Ja, keine Ahnung, welches waren das jetzt? Manu. Och, ich habe es gelöscht. Oh, warte mal, das ist aber auch hübsch. Nehmen wir doch das, das ist noch schöner. Okay. Dann haben wir noch das hier und das hier. Fand ich auch sehr schön. Dann gehen wir nochmal zu Moritz rüber, damit ich euch auch da die Outfits nochmal fix zeigen kann. Wir gehen jetzt mal von Winter. Oh nee, wir sind wieder ganz vorne. Okay, wir gehen hier rum. Dem habe ich jetzt auch mehrere Outfits gegeben. Ich habe ihn relativ oft schwarz gekleidet, weil ich einfach finde, dass das besser zu ihm passt. Wie gesagt, er ist ja auch so ein kleiner Gauner und so. Und ich glaube, dass er da auch gerne einfach mal mit schwarzen Klamotten unterwegs ist, damit er nicht so auffällt. Hätte ich mir jetzt einfach gedacht. Aber ja, bei Männern Umstylings bin ich sowieso nicht ganz so gut. Da habe ich mich an Farbe getraut. Okay, jetzt aber kurz noch ins Let's Play, dass wir noch ein paar Minütchen spielen können. Okay, sieht mir ganz so aus, als hätte Moritz gerade einen Witz gebracht, den Mara nicht so lustig fand. Ja, kann passieren. Haben die überhaupt einen Rechner? Ja, haben sie. Ihr beiden Hasen, wie sieht es aus? Wollen wir mal ein bisschen, also habt da Bock? Dann würde ich nämlich jetzt mal hergehen und uns schon mal bei der Uni einschreiben. Ach, guck mal, das wünscht sie sich sogar. Und zwar an Universität bewerben. Das gleiche macht er dann auch gleich. Oh, sind ihre Haare jetzt ein Müh heller als vorher? Kann sein, ne? Ja, oh, dieses Outfit ist so schön. Ich mag's voll. Oh, willst du einen Schachcomputer? Oh nee, wir haben noch gar keinen Schach. Ich weiß nicht. Ara, was machst du denn schon wieder? Hä, Moritz, ich werde mich jetzt an der Uni anmelden. Oh, das Bett schwebt ein bisschen immer noch, ne? Naja, bockt scheinbar niemanden. Oh, wir sind doch gerade erst eingezogen. Jetzt chill doch erstmal. Wir können nicht chillen, Moritz. Du solltest dich auch bewerben und zwar gleich. Ja, ich mach das doch dann auch. Mach's gleich. Oh, Mara, du kannst so eine Spielverderberin sein. So, die Bewerbung ist unterwegs. Wir kriegen Bescheid bald. Hoffentlich schneller als später, ne? Oder so? Ein Schachcomputer. Ich habe den beiden noch ein bisschen Geld übrig gelassen. Aber ich weiß nicht, ob wir mit 400 Simoleons einen Schachcomputer kaufen können. Wir könnten natürlich mal schauen, ob hier im Copperdale Park was ist. Das wäre natürlich großartig, wenn hier einfach ein Schachcomputer wäre. Oder ob wie... Ey! Oh mein Gott, hier ist einfach ein Schachcomputer. No way! Direkt vor der Haustüre. Das ist ja mega cool. So, die Universitätsbewerbung von Moritz ist auch auf dem Weg. Auch gut. Er will Fernsehen. Gut. Guck mal, Mara, du kannst Schach spielen. In der City. Das ist ja cool. Sie freut sich schon ein bisschen, oder? So, vor was hast du Angst? Differenz mit anderen Sim beilegen, weil er Angst hat, verurteilt zu werden. Du könntest ja Angela anrufen und ihr erzählen, dass du jetzt umgezogen bist. Hey, Angie, ich bin's. Du, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Also, wir sind ja jetzt umgezogen und wenn du mich gern besuchen willst, kannst du das jederzeit tun. Ist sie eigentlich noch Teenager? Ja, die werde ich jetzt auch mitaltern. Du kannst jederzeit herkommen. Ich meine, wir leben jetzt hier... Oh, ich kann es gar nicht glauben. Wir sind einfach... Wir haben sturmfrei den ganzen Tag, weißt du? Weil die Eltern ja nicht mehr hier wohnen. Das ist so cool. Also, du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du Bock hast, ne? Weißt du Bescheid. Mara ist so süß. Ich liebe sie, ne? Ja, Mara, wie ist's? Läuft's gut mit deinem Schach? Ja, ich würde ja sagen, frag jemand, ob jemand mit dir mitspielt, aber... Oh, was macht Jules denn hier? Hi, Boy. Aha, aha. Ja, er weiß ja nicht, ob jemand mitspielen will, aber sieht wohl nicht so aus, ne? Was ist ungewohnt, jetzt wieder nur noch zwei Sims zu haben, wollte ich sagen. Moritz, du kleine Sau, ey. Dad ruft an. Wow. Direkt eine emotionale Erpressung hier am Start. Hey, Moritz, ich bin's, dein Dad, falls du mich noch kennst. Ich meine, du warst ewig nicht mehr zu Hause. Dad? Hä? Wir sind vor ein paar Tagen ausgezogen. Fängst du jetzt schon an mit dem Psychoterror? Moritz, was denn für ein Psychoterror? Ich will doch nur wissen, wie es euch geht. Hat denn alles geklappt mit dem Umzug?
Wäre schön, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Boah, Dad, ey, nee. Also, oh, da habe ich jetzt gerade... Also, ich kann jetzt nicht. Wir müssen, also, ich muss jetzt hier auch ganz los und... Ach, ja, ja, gut. Es wäre schön, wenn du bald mal vorbeikommst mit Mara zusammen. Ja, ja, Dad, ciao. Also, Moritz ist ja eher derjenige, der froh ist, dass der Kontakt jetzt zur Familie ein bisschen abgebrochen ist. Mara hingegen versucht natürlich schon, den Kontakt zu halten. Und ihr ist die Familie auch noch ein bisschen wichtiger als Moritz. Am wichtigsten ist Moritz ihr, aber sie vermisst natürlich trotzdem ihre Mom und ihren Dad ein bisschen, ne? Deswegen, also wenn der Anruf jetzt bei ihr angekommen wäre, hätte sie gesagt, ja, Dad, komm du doch einfach her, so, ne? Okay, ja, ich wollte sagen, dass es jetzt ungewohnt ist, wieder 2 Sim zu steuern statt 4. Was machen wir denn jetzt, Moritz? Wollen wir irgendwas Cooles machen? Willst du mal Jonas hierher einladen? Beziehungsweise wir könnten auch eine Einweihungsparty schmeißen, oder? Gibt's dafür ein Event? Versuch das mal. Ah, Jules ist schon da. Nee, wie heißt er? Jonas. Ups. Babyparty, Kleintreffparty, Galaabendessen, Hausparty? Ja, wir laden ein. Ach Gott, er hat ja nur Hassleute, ne? Angela, Jonas, Dominik, unsere Tante? Da müssten wir auch unsere Mom einladen, das können wir nicht machen. Ja, wow, und sonst hat er ja keine Freunde, ne? Wir haben 2 Gäste für unsere Hausparty, das ist traurig. Vielleicht kann Mara noch ein paar Leute einladen. Ihn hier vielleicht, mehr kennt sie halt nicht. Ah, verdammt, die sind alle noch Teenager, Moment mal. Dominik ist jetzt auch kein Teenager mehr. Er ist jetzt auch junger Erwachsener. Ja, ich lasse die jetzt alle altern. Ich meine, die haben alle ungefähr im gleichen Jahr ihren Abschluss gemacht, ne? Das macht dann schon Sinn, dass die alle auch älter werden. Gut, wir freuen uns natürlich, dass die Leute hier sind. Wir fragen uns, wo Mara bleibt. Die soll auch mal hierher kommen. Wieso redet Mara mit diesem Typen? So, dann quatsch doch mal ein bisschen. Oh, sie kennt Angela noch gar nicht. Was ist denn da los? Hey Leute, cool, dass ihr gekommen seid. Ich mache uns irgendwas zu essen, okay? Habt ihr Bock? Kannst du kochen? Ja, sicher. Ich meine, ich wohne jetzt hier. Ich kann schon irgendwie kochen. Doch, klaro, gar kein Problem. Ja, ich mache uns so eine... Wir haben uns da was, also, ja. Hi Leute. Moritz, was ist hier los? Einweihungsparty, Mara. Wieso machen wir eine Einweihungsparty? Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Hä? Klar machen wir eine Einweihungsparty. Wir müssen doch zeigen, wo wir jetzt wohnen. Also Leute, hi. Cool, dass ihr hier seid. Ich freue mich total. Flirten bei einer Hausparty? Excuse me? Wie schmeckt das Essen? Oh mein Gott, es schmeckt ausgezeichnet, Moritz. Seit wann kannst denn du gut kochen? Mara, wo gehst denn du hin? Kannst du wieder zurückkommen zur Party? Die alle haben gegessen. Kuchen essen. Stereoanlage. Mann, wir haben doch gar nichts da. Haben wir eine Stereoanlage? Nee. Boah, jetzt kaufe ich ernsthaft eine Stereoanlage. Leute, wir können uns das gar nicht leisten eigentlich, ne? Aber wir brauchen auch eine coole Hausparty, weil also sonst kommen die Gäste vielleicht nicht nochmal in unser Haus, wenn es ein Flop ist, ne? Das geht natürlich nicht. Haben wir irgendwas Günstiges? Ja, eigentlich eher so eine Musikbox, ne? Dann machen wir doch mal richtig krasse Musik an. Bisschen Hip-Hop. Ja gut, Moritz kann natürlich flirten, ne? Mit Angela hier. Ihh! Angela hat so einen krassen Booty, ey. Insane. Girl. Jetzt müssen alle pupsen wegen den Würstchen. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Ich finde es so cool, dass du auch gekommen bist, Angie. Mensch, ich freue mich so. Das ist einfach toll. Richtig cool. Angie, wolltest du mir eigentlich noch deine Festnetznummer geben? Weil ich wusste gar nicht, wo ich dich erreiche. Jetzt pupsen alle. Das ist schon echt eklig, ne? Ich wusste gar nicht, wo ich dich erreichen sollte, wenn, naja, also ich meine, es war jetzt Zufall, dass du drangegangen bist. Aber ich muss ja auch wissen, wie ich dich erreiche, wenn du mal, weißt du, unterwegs bist oder so. Wäre schon echt cool, wenn, naja, du mir einfach mal deine Festnetznummer auch noch gibst, weißt du? Fände ich einfach nice. Oh mein Gott, er muss so dringend pieseln. Schnell, geh! Oh, Mara mag kochen. Das ist ja super. Mara, dann kannst du häufiger mal kochen für uns. Das finde ich toll. So, hast du dich jetzt bei allen vorgestellt? Ja. Dann plauder doch mal ein bisschen mit Jonas. Smalltalk. Und einfach vielleicht ein bisschen für Kommen danken. Sag ihm mal, dass er ein cooles Outfit anhat. Ob du jetzt mal aufhören willst zu kochen, Moritz? Können natürlich dann auch mal ein Superschurkentreffen wieder abhalten, ne? Was wollen die grünen Gärten von uns? Ey! Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen erforderlicher nachbarschaftlicher Aktionspläne. Ich glaube, ich spinne. Schalt das aus. Das passt hier mal ja gar nicht, du. Wobei, die Rechnung wurde erhöht, bis das Problem behoben ist. Ich meine, das würde bedeuten, dass wir Gärten pflanzen müssen. Mara, hast du Bock? Dann wird unsere Miete wieder weniger. Wir wissen doch noch nicht mal, was da los ist hier. War das jetzt eine gute Party? Belohnung verdient. Ja, okay, cool. Ciao, Leute. War cool, dass ihr da wart. Hast du sag mal, lauter so leckere Sachen. Yummy. Moritz, das ist Maras Bett. Hallo, geh bitte in dein Bett. Ich glaube, ich spinne. Das ist Maras Bett. Geh in dein Bett. Ja, so ist es. Lebt das jetzt immer noch? Ja, aber das stört die gar nicht, gell?
Moritz, was machst du da jetzt? Gehst du bitte in dein Bett schlafen? Jo, Mara, ich geh schlafen. Okay, ja, ich mach noch das Essen fertig und dann gehe ich auch ins Bett, denke ich. Es war ein cooler Tag. Ich freue mich so, dass wir jetzt hier wohnen. Ja, ich mich auch. Ich hoffe nur, dass das Stipendium-Bescheid bzw. das Uni-Bescheid noch ein bisschen dauert. Ich will noch ein bisschen chillen, weißt du, vor der Uni. Außerdem habe ich gar keinen Bock, da so viel zu lernen. Moritz, wir haben doch Ziele. Was willst du machen dann? Naja, ich werde mal gucken. Es gibt tatsächlich ein Studienfach, das heißt Gaunerei. Wusstest du das? Ja, das hast du ja mal gesagt, aber ich dachte, es wäre ein Scherz. Nein, das gibt's wirklich und ich habe so Bock drauf, das zu studieren. Das wird richtig cool. Ich meine, hallo, Superschurke, Gaunerei, das passt doch perfekt zu mir. Ja, ich weiß nicht, Moritz. Ich hoffe nur, dass, naja, du keinen Ärger mit dem Gesetz bekommst. Hä, Mara, als ob. Ich meine, das gibt's als offiziellen Studiengang. Dann wird man doch da wohl nicht, naja, das wird schon passen. Außerdem willst du bald Anwältin werden, dann kannst du mich immer rausboxen. Ach, Moritz. Ja, ist doch super. Also gut Nacht, Schwesterherz. Ja, gut Nacht, Moritz. Schlaf schön. Bis morgen früh. Und dann würde ich tatsächlich schon sagen, beende ich den Part an der Stelle. Es kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen kürzer geworden ist. Aber dadurch, dass es der erste Part ist, in dem wir natürlich auch viel organisieren müssen und möchten, dachte ich mir, halte ich ihn mal nicht so lange, um auch ein bisschen was für den nächsten Part noch vorzubereiten. Beziehungsweise, dass ihr mir natürlich auch eure Ideen jetzt in die Kommentare schreiben könnt. Schreibt mir gerne eure Ideen in die Kommentare, wie wir das mit dem Studium machen wollen. Soll vielleicht Moritz sogar irgendwann sein Studium abbrechen oder sollen wir uns wirklich darauf konzentrieren, dass die beiden die Studiengänge jeweils abschließen. Ich meine, das ist nicht so lange, ne? Die werden ein bisschen studieren. Ich habe, wie gesagt, die Mod drin, Shorter University. Das heißt, wir werden statt 12, werden wir nur 6 Studienpunkte sozusagen brauchen, um den Abschluss zu machen. Das geht also alles ein bisschen schneller. Und dadurch, dass wir jetzt auch nur mit den beiden spielen und auch nicht auf dem Universitätsgelände, glaube ich, dass wir schon relativ schnell durchkommen. Dann haben wir wenigstens einen gescheiten Einstieg in die Karriere und schaffen vielleicht, dass beide auch viel erreichen in ihrem Leben sozusagen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Zum Thema Moritz und Angie. Ihr hattet ja im letzten, beziehungsweise im letzten Let's Play, wo die beiden noch Teenager waren, die Idee, dass Moritz eventuell zweigleisig fahren wird. Er ist ja sprunghaft. Das heißt, dass der Gedanke war, dass Moritz vielleicht mit Angie zusammenkommt, aber nicht so wirklich weiß, ob das das ist, was er will und vielleicht dann noch jemand anderen kennenlernt und sich da einfach nie wirklich entscheiden kann, dass immer so ein On-Off-Ding wird zwischen den beiden. Finde ich nämlich auch super spannend. Das spielen wir auch viel zu selten. Und ja, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall auf die Zukunft. Und das Let's Play wird jetzt immer mittwochs kommen. Das heißt, einmal die Woche. Montags kommt dann immer das Werde-Berühmt-Let's Play, mittwochs das neue Recht- und Unrecht-Let's Play und freitags das Zusammenwachsen-Let's Play. So wird's sein. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Part wieder mit einschaltet, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli!